was denn so die Agenda ist für heute. Ich hoffe, ich schaffe das bis 12 Uhr. Es hat jetzt etwas länger gedauert, als ich erwartet hatte tatsächlich. Also hoffentlich um 12 Uhr wisst ihr, wie ihr für eure niederländischen Gäste die Zielgruppen definieren könnt. Ihr habt ein Bewusstsein dafür bekommen, warum es wichtig ist, Kulturunterschiede zu verstehen. Ihr habt verschiedene Lifestyle-Gruppen kennengelernt und auch verschiedene Lifestyle-Motive. Und ihr wisst, wie ihr die Schnittmenge mit eurer Zielgruppe findet. Daraus könnt ihr dann eine konkrete Content-Strategie entwickeln. Ihr könnt einen Tone of Voice festlegen. Ihr könnt raussuchen, welche Marketing-Kanäle da für euch interessant sind und dann letztendlich konkrete Kampagnen entwickeln. Und dann würde ich sagen, damit wir nicht noch mehr Zeit vergeuden, steigen wir direkt ein in die Zielgruppe. Und ich habe euch mal ein paar Kulturunterschiede mitgebracht. Und zwar das erste sind die Fahrradhelme. In Deutschland, wir sind natürlich eher vorsichtig. Wir tragen immer alle schön einen Helm. Und in den Niederlanden tragen die meisten Menschen eigentlich keinen Helm. Auch die Kinder tragen keinen Helm. Und das hat damit zu tun, dass die Fahrradinfrastruktur in den Niederlanden einfach so gut ist und so sicher, dass es diesen Fahrradhelm einfach nicht braucht. Und dementsprechend, wenn ihr zum Beispiel Fotos auf eurer Webseite habt von Menschen, die Fahrrad fahren, dann kann das für den niederländischen Gast sinnvoll sein, dass da kein Fahrradhelm ist, weil der Niederländer empfindet einen Fahrradhelm als komisch, ungewöhnlich, störend. Dann habe ich noch ein zweites Beispiel, ganz aktuell. Während der Corona-Epidemie, ich habe das selber erfahren, meine Schwiegereltern wohnen in Apeldoorn in den Niederlanden und wenn ich dann zu Besuch bin, wir fahren dann meistens mit dem Zug, dann bin ich eigentlich die Einzige, die dann in den niederländischen Zügen noch eine Maske auf hat und alle anderen gucken mich irgendwie komisch an. Das hat was damit zu tun, dass es einen ganz wichtigen Unterschied gibt zwischen Niederländern und Deutschen, nämlich dass Deutsche meistens bereit dafür sind, für Sicherheit ein bisschen Freiheit aufzugeben. Während das bei den Niederländern genau andersrum sind. Die sind bereit für Freiheit ein Stückchen Sicherheit aufzugeben. Das ist einfach etwas, was ihr im Hinterkopf behalten könnt bei den Informationen, die ihr an eure niederländischen Gäste gebt. Müssen wir denen ganz viele Infos geben, damit sie sich sicher fühlen, oder geben wir ihnen weniger Infos und lassen ihnen mehr Freiheit? Dann habe ich noch einen wichtigen Unterschied mitgebracht. Ihr habt ja wahrscheinlich schon festgestellt, dass ich euch duze. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen unter euch nicht so ganz angenehm. Ich habe das aber bewusst gemacht, weil in den Niederlanden gibt es dieses Hierarchieverständnis, was wir mit Duzen und Siezen verbinden. Nicht. In den Niederlanden ist das so, die königliche Familie wird gesiezt, die Großeltern wird gesiezt und in High-Class-Geschäften, also wenn ich jetzt bei Gucci einkaufen gehe oder in einem Fünf-Sterne-Hotel übernachte, dann kann ich erwarten, gesiezt zu werden, aber ansonsten duzen eigentlich alle, auch in Geschäftsbeziehungen. Ich habe auch meine DozentInnen an der Uni geduzt. Das war für mich am Anfang sehr herausfordernd. Aber also seid euch darüber bewusst, dass das Duzen in den Niederlanden kein Zeichen von mangelndem Respekt ist. Es hat einfach nichts mit Hierarchie zu tun. Es ist einfach die Norm. Dann möchte ich euch ein Modell vorstellen, das BSR-Modell. Es gibt eine Agentur in den Niederlanden, die wirklich sehr viel Marktforschung betreibt auf dem Gebiet von Tourismus und die haben verschiedene Zielgruppen
definiert für den touristischen Sektor. Und sie machen das anhand dieses Modells. Es gibt zwei Achsen. Auf der horizontalen Achse hat man die Menschen, die eher ich-bezogen sind und die Menschen, die eher wir-bezogen sind, also die lieber in einer Gruppe unterwegs ist. Und dann gibt es auf der vertikalen Achse die Menschen, die ja eher introvertiert sind, bis hin zu den Menschen, die eher extrovertiert sind. Und sie haben ganz viele Menschen dazu befragt, okay, was motiviert dich zu reisen, wie reist du, wohin, was machst du dann, wo informierst du dich dafür, und haben die ganzen Menschen in diesem Modell eingeordnet und haben so 7 verschiedene Gruppen definiert, die sogenannten Lifestyle-Gruppen. Und jede Gruppe hat ein eigenes Motiv. Es gibt die Abenteurer, die heißen Aventursucher. Die finden Selbstentwicklung wichtig, sind gerne in der Natur, sie reisen eher alleine. Sie sind auf der Suche nach dem Besonderen, dem, ja, das, was ein bisschen anders ist. Dann gibt es die Leute, die vor allem Spaß haben wollen. Das sind die Pläsiersucher. Die sind spontan. Die reisen gerne in einer Gruppe, weil sie es gerne gesellig haben. Sie sind zum Beispiel auf Festivals unterwegs. Und sie sind eigentlich immer da, wo viel los ist. Also sie sind immer da, wo der Bär steppt eigentlich. Dann gibt es die Harmoniebedürftigen, die Harmoniesucher. Die möchten eigentlich, dass alle in der Reisegruppe zufrieden sind. Sie reisen oft in der Familie und finden es eigentlich auch wichtig, dass es ein aktiver Urlaub ist. Ich werde gerade jetzt nicht so viel zu den Harmoniebedürftigen sagen, weil ich da gleich noch drauf eingehen werde. Dann gibt es die Grünen, die suchen Verbindung. Verbindungssuche, die sind gerne in der Natur, sie setzen sich für andere ein, die machen in ihrem Urlaub auch mal Freiwilligenarbeit und sind eigentlich auf der Suche nach der echten Kultur. Dann gibt es die Türkisen, die suchen Ruhe, das sind die Rüstsucher. Die möchten sich eigentlich im Urlaub wie zu Hause fühlen und möchten dafür auch eigentlich nicht so weit weg. Sie genießen von den kleinen Dingen im Leben und finden es sehr beruhigend, wenn vorher schon alles geregelt ist. Dann gibt es diejenigen, die nach Erkenntnis suchen, das sind die Insichtsuchers. Sie wollen vor allem neue Dinge kennenlernen. Sie nutzen kulturelle Angebote, sind aber auch gerne in der Natur. Ähnlich wie die Abenteurer suchen sie auch nach Selbstentwicklung, und sie sind vor allem sehr kritisch und sie sind auch bereit, für Qualität zu bezahlen. Und die letzte Gruppe, das sind die Stilbewussten, die Stylesucher. Das sind die nach dem Motto Work Hard, Play Hard. Also ich arbeite viel, also darf ich es mir im Urlaub auch so richtig gut gehen lassen. Sie hassen Langeweile und ja, bei denen spielt Geld eigentlich keine Rolle. Die sind vor allem auf der Suche nach Luxus. Jetzt habe ich die verschiedenen Gruppen nochmal ins BSR-Modell eingeordnet. Da könnt ihr auch zum Beispiel sehen, okay, ist diese Zielgruppe eher ich-bezogen, eher wir-bezogen? Sind sie eher introvertiert, extrovertiert? Und in den Ecken, das habe ich vorhin vergessen, könnt ihr auch die wichtigsten Werte dieser Gruppe sehen. Also die Roten zum Beispiel finden Freiheit ganz wichtig, das sind die Abenteurer, während die auf der anderen Seite die Ruhesuchenden, die sehen sich vor allem nach Sicherheit. Und jetzt würde ich euch nochmal eine kleine Aufgabe geben. Nehmt euch mal eben eine Minute oder eine halbe Minute Zeit und überlegt euch mal, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Also zu welcher Zielgruppe gehören unsere niederländischen KundInnen? Und schreibt das bitte nochmal in den Chat. Dann bin ich gespannt, was da so für Antworten.
Dagmar sagt die Abenteurer und die Ruhebedürftigen. Markus sagt Harmonie und Ruhe. Alexia auch. Jennifer, die Spaßsuchenden, ja, das macht beim Nässebad natürlich Sinn. Vera sagt fast alle, aber überwiegend die Harmoniesucher und die Rüstsucher, also Harmonie und Ruhe. Sansa sagt Natur, Ruhe und Erkenntnis. Ann-Kathrin sagt im Nettebad, das sind die Sch und im Nettedrom, das sind die, die Spaß haben wollen. In der Loma-Sauna, da ist dann eher die Zielgruppe der Stilbewussten. Kerstin sagt Ruhe und Natur. Das ist doch ein interessanter Mix, der sich hier ergibt. Das ist doch schön zu sehen, dass nicht alle die gleiche Zielgruppe haben. So, jetzt wechsle ich mal eben wieder in meine Präsentation. Ich möchte euch die Zielgruppe von Chaim Obedachrenz noch eben näher vorstellen, weil das natürlich sein kann, dass ihr auch mit denen eine Überlappung habt. Das sind die Harmoniesucher, also die Harmonie, vor allem ja, Harmonie sehr wichtig finden. Chaim Obedachrenz hat diese Gruppe Lineke getauft. Lineke ist ein niederländischer Frauenname. Weist auch darauf hin, dass diese Zielgruppe vor allem weiblich ist. Sie sind so zwischen 35 und 54. Und es sind vor allem Familien mit Kindern bis 12 Jahre. Was Lineke wichtig ist, dass sie halt erst wirklich zufrieden ist, wenn alle anderen auch zufrieden sind. Sie mag deswegen Gruppenaktivitäten sehr und wenn sie mit ihren Freundinnen unterwegs ist, geht sie auch gerne shoppen. Ist da auch so ein bisschen die Schnäppchenjägerin, auch was das Buchen des Angebots oder des Urlaubs betrifft. Am liebsten macht sie eigentlich mit der ganzen Familie Urlaub in einem Häuschen, in einem Ferienpark und sie überlässt wirklich nichts dem Zufall, was bei einer Familie mit kleinen Kindern natürlich auch sehr wichtig ist. Ihre Werte sind Harmonie, Herzlichkeit, Geselligkeit und Gastfreundlichkeit. Und warum, zu welchem Zweck geht sie, macht sie Urlaub natürlich der Familienurlaub, aber auch Urlaub mit Freundinnen. Stefanie hatte erzählt, dass ihr auch ein Factsheet habt, oder dass sie ein Factsheet haben zu den verschiedenen Zielgruppen. Es gibt auch eine Webseite, die heißt leefstouwvinden.nl. Wenn ihr die mit Google Translate übersetzen lasst, dann sind die Übersetzungen tatsächlich ziemlich gut. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert. Also wenn ihr da tiefergehende Informationen haben wollt, dann könnt ihr euch hier sehr gut informieren. Ihr könnt euch kostenlos registrieren und habt dann echt ja, Zugriff auf sehr viele Informationen. So. Dann möchte ich eingehen auf wertebasierte Kommunikation, weil das ein Thema ist, was mir sehr wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir Content kreieren und wenn wir unsere Zielgruppe ansprechen wollen, dann geht das am besten über die Werte. Denn die Menschen kaufen nicht das, was du machst, sondern warum du es machst. Und vor allem beim Urlaub ist das immer eine emotionale Entscheidung. Das ist nicht so, wie wenn meine Spülmaschine kaputt ist und ich mir eine neue Spülmaschine kaufe. Das ist eher eine rationale Entscheidung. Aber so ein Urlaub ist immer eine emotionale Entscheidung. Ich möchte mich gut fühlen oder ich möchte etwas machen, dass es mir besser geht, wo ich Spaß bei habe. Und deswegen sind diese Werte so wichtig. Denn wenn ich über meine Werte kommuniziere, dann gebe ich dem Gast das Gefühl,
ein sicheres Gefühl. Ich kann ihnen wirklich das bieten, wonach sie auf der Suche sind. Und das geht am besten über die Werte. Ich habe euch da auch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mir die Webseite vom Münsterland angeschaut und habe das mit der Zielgruppe von Heim Ober der Grenz verglichen, mit Lienecke. Und der Slogan vom Münsterland ist ja das gute Leben. Da habe ich die Werte Lebensqualität, Gastfreundlichkeit und Abwechslung rausgelesen. Und das stimmt halt sehr gut mit Lienekes Werten überein, weil sie findet ja Geselligkeit und Gastfreundlichkeit sehr wichtig. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was kann das Münsterland bieten? Also was sind deren USPs, Unique Selling Points? Das ist unter anderem ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt, eine abwechslungsreiche Gastronomie und zum Beispiel auch Ferien auf dem Bauernhof. Und wenn wir das jetzt matchen mit Lienekes Reisemotiv und ihren Wünschen, dann können wir da auch wieder Schnittmengen sehen. Also wenn Lieneke sich zum Beispiel überlegt, boah, ich möchte Familienurlaub machen und die Großeltern sollen dabei sein, ja, dann ist es wichtig, dass es für Jung und Alt was zu machen gibt. Vor allem, weil es Lieneke natürlich so wichtig ist, dass alle zufrieden sein sollen. Und was Lieneke auch sehr wichtig findet, ist, dass die Kinder sich austoben können. Und da wäre ja sowas wie Ferien auf dem Bauernhof ideal. Und so könnt ihr schauen, wo sind meine Schnittmengen zwischen unseren Werten und unserem Angebot mit den Werten der Zielgruppe und auch mit den Reisemotiven und Wünschen der Zielgruppe und können da ja diese Schnittmenge, diese Punkte gezielt in eurer Kommunikation ansprechen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass ihr die Zielgruppe gut kennt. Und ja, da könnt ihr den Lifestyle-Finder, den Lifestyle-Finder für benutzen. Aber natürlich, da werdet ihr nicht drum herum kommen, mit der Zielgruppe sprechen. Unterhaltet euch mit euren Gästen, fragt sie, wo kommt ihr her, was sind eure Interessen, warum seid ihr hier, was wünscht ihr euch? Und so könnt ihr ganz viel über eure Gäste herausfinden. Und ich würde vorschlagen, dass jetzt ein guter Moment ist für eine ganz kurze Pause. Wir haben 11.23 Uhr und ich würde vorschlagen, dass wir eben 5 Minuten Pause machen. Streckt euch mal eben, lauft mal eben rum, geht euch einen neuen Kaffee holen oder was zu trinken und dann würde ich sagen, treffen wir uns um 11.28 Uhr wieder, damit wir dann um 11.30 Uhr weitermachen können. Alles klar, danke Sophie. Machen wir.
Steffi, sind da in der Zwischenzeit Fragen reingekommen? Nein, im Chat sind keine Fragen. Es kam nur noch mal eine Ergänzung von Edwin zu dem Leaf-Style-Finder, dass man da ja auch mit Postleitzahlen arbeiten kann und dann auf der Plattform angezeigt bekommt, wie viel Prozent der Zielgruppe in dem und dem Bereich dann auch wohnt und so, dass man halt zielgerichtet seine Zielgruppe in bestimmten Regionen ansprechen kann. Ja, genau. Und was ja bei den niederländischen Postleitzahlen sehr interessant ist, dass die ja sehr konkret sind. Also dass das bis auf Nachbarschafts- und manchmal sogar bis auf Straßenniveau gilt. Also dann hat eine Straße hat quasi seine eigene Postleitzahl. Also das ist schon sehr konkret quasi. Und das sind auch wertvolle Informationen, die man dann zum Beispiel für eine Facebook-Kampagne nutzen könnte zum Beispiel. Also der Leafstyle-Finder hat da wirklich sehr viele Informationen, die man nutzen kann. Genau. So, dann haben wir jetzt halb. Dann würde ich jetzt mal weitermachen. Und zwar würde ich jetzt einsteigen in konkret in die Content-Strategie. Also ihr habt jetzt eure Zielgruppe kennengelernt und jetzt geht es darum, okay, ja, wie spreche ich meine Zielgruppe konkret an? Eine Content-Strategie besteht eigentlich aus drei verschiedenen Bausteinen. Das ist zum einen der Tone of Voice. Darin definiere ich, wie meine Zielgruppe angesprochen werden möchte. Dann die verschiedenen Marketingkanäle. Also wo möchte meine Zielgruppe angesprochen werden? Und dann letztendlich die eigenen Kampagnen, also welchen Content biete ich an. Dann würde ich mal mit dem Tone of Voice anfangen. Also Tone of Voice beschreibt eigentlich die Markenstimme. Also stellt euch vor, wenn unser Unternehmen eine Person wäre, wie würde sie reden? Klingt sie eher formell oder eher informell? Duzen wir oder siezen wir? Auch wichtig, die Frage, erwarten unsere KundInnen, dass wir niederländisch mit ihnen sprechen? Klingen wir eher informativ oder eher begeistert? Sind wir gesprächig oder eher reserviert? Klingt unsere Stimme sanft oder bestimmt? Sind wir jung und neugierig und unabhängig? Also sind wir die Abenteurer oder sind wir eher konservativ und vorsichtig? Das wäre dann eher die Zielgruppe Ruhe zum Beispiel. Wichtig ist auch die Frage, welches Gefühl wollen wir bei unseren KundInnen erzeugen und spiegeln sich unsere Werte in unserer Stimme wider? Und wenn ihr diese Fragen für euch selbst beantwortet, dann bekommt ihr ein gutes Gefühl dafür, wie euer Content klingen soll, wenn jemand ihn vorlesen würde. Eine wichtige Frage natürlich, sollen wir Niederländisch sprechen, beziehungsweise müssen wir, erwarten unsere Kunden, unsere Gäste, dass wir Niederländisch sprechen? Ich habe Pro- und Kontra-Argumente gefunden. Man kann sagen, nein, müsst ihr nicht, weil 2012 hat eine Studie herausgefunden, dass von den Niederländern 71% angaben, dass sie auf Deutsch eine Unterhaltung führen können. Und Niederländer sprechen sehr gut Englisch. Also sie sind im Europa-Vergleich oder im weltweiten Vergleich mit die am besten Englisch sprechen, von denen, die nicht Muttersprachler sind. Was spricht dafür? Vor allem jüngere Niederländer sprechen kein Deutsch mehr oder sprechen lieber Englisch. Also als ich meinen Freund kennengelernt habe, da hatte der einige Jahre Niederländisch in der Schule, hätte beinahe wegen Deutsch sein Abi nicht geschafft und hat eigentlich immer mit mir Englisch gesprochen. Mittlerweile wohnen wir zusammen in Hamburg und er spricht fließend Deutsch, weil er musste quasi. Aber das geht vielen Niederländern, also vor allem den jungen Niederländern so.
Und es ist ganz klar halt auch immer dieser Sympathiebonus, den man hat. Ich erlebe das halt selber, wenn Menschen wissen, dass ich nicht keine Muttersprachlerin bin und dann feststellen, wie gut ich Niederländisch spreche, dann kommt da eigentlich immer eine Welle der Begeisterung, dass ich, ja, die sehen das wirklich als Wertschätzung, dass wir als Deutsche, die ja eigentlich dafür bekannt sind, noch selbst in Geschäftsbeziehungen eher lieber Deutsch als Englisch zu sprechen, wenn wir da ja den Effort zeigen, dass wir Niederländisch sprechen. Also das wird schon sehr geschätzt. Im Endeffekt ist es immer eine Frage von, habe ich die Möglichkeiten, habe ich die Ressourcen dazu, um das anbieten zu können? Wenn ihr die habt, dann würde ich sagen, ja, sprecht immer Niederländisch. Wenn das nicht möglich ist, dann sorgt dafür, dass ihr englischen Content habt, und wenn ihr ganz klein seid und wirklich nicht die Ressourcen habt, dann ist es auch okay, wenn ihr Deutsch sprecht. Aber schöner ist es natürlich, wenn der Content auf Niederländisch angeboten wird. Die Frage, auf welchen Kanälen erreiche ich meine Zielgruppe? Also die Kanäle sind ein ganz wichtiger Baustein der Content-Strategie. Und da gibt es wieder verschiedene Arten von Kanälen. Ihr habt natürlich eure eigene Webseite, die, wenn möglich, hoch in den Suchergebnissen von Google auftaucht. Da habt ihr Suchmaschinenoptimierung für. Ihr habt auch die Möglichkeit, bei Google für diese Platzierung, hohen Platzierung zu bezahlen. Dann habt ihr natürlich eure eigenen Social-Media-Kanäle. Es gibt Webseiten von Dritten, auf denen ihr, über die ihr eure Zielgruppe erreichen könnt. Also das können Blogs sein, das kann die Webseite von Reim Over the Grenz sein zum Beispiel. Das könnte ein Reiseportal sein, sowas wie TripAdvisor zum Beispiel. Da könnt ihr gezielt gucken, okay, welche anderen Plattformen nutzt meine Zielgruppe, dann gezielt auf diesen Plattformen einen Auftritt aufbauen. Dann gibt es natürlich noch ganz traditionell die Printmedien. Es gibt auch in den Niederlanden einige große Reisemagazine zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch immer noch das Fernsehen und das Radio. Das sind halt auch Kanäle, die natürlich eher für größere, wenn ihr ein größeres Budget habt, ist das natürlich eher interessant. Generell kann man sagen, auf eurer eigenen Webseite habt ihr den meisten Einfluss. Das, was im TV und im Radio kommt, da habt ihr eher weniger Einfluss drauf. Andererseits wächst natürlich da eure Reichweite. Das ist halt eine Abwägung, die ihr machen müsst. Ich habe mir mal den Lifestyle-Finder für die Zielgruppe Stil angeguckt, weil ich gedacht habe, das könnte eine passende Zielgruppe sein für Time to Launch, und habe geguckt, okay, wie könnte Time to Launch dieses Zielgruppe Stil erreichen? Natürlich die eigene Webseite für relevante Suchbegriffe dafür sorgen, dass ihr hoch in den Suchresultaten seid. Das könnte natürlich zum Beispiel über bezahlte Werbung sein auf Google. Die Stilsucher benutzen vor allem Instagram und Twitter, und sie buchen ihren Urlaub meistens über Airbnb. Also in dem Fall wäre Airbnb eine interessante Plattform, um die Zielgruppe zu erreichen. Die Stilsucher lesen tatsächlich auch noch viel Tageszeitung, niederländische Tageszeitung. Also da könnte eine Zeitungsanzeige interessant sein. Und sie schauen viel RTL7 und NPO1. Das wäre jetzt für ein eher kleines Unternehmen wie Time to Launch wahrscheinlich nicht so interessant, da eine Werbung zu schalten, aber ich wollte das einfach mal aufgreifen. Dann
geht es jetzt konkret darum, diese Kampagnen auszuarbeiten. Und da möchte ich euch gerne das 3H-Modell von Google vorstellen. Und zwar sagt Google, es gibt verschiedene Arten von Content. Es gibt den Hero, den Hyp und den Hygiene-Content. Und jede Content-Art hat einen eigenen Zweck. Ich fange mal unten an, weil das ist die Basis. Das ist ja auch die Basis der Pyramide. Das ist Hygiene-Content. Das sind im besten Fall suchmaschinenoptimierte Basisinhalte. Da geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt relevanten Content anzubieten. Und das Ziel ist, für Webseitenverkehr zu sorgen, den Gast zu informieren und Vertrauen aufzubauen. Darauf aufbauend gibt es Hub-Content. Das ist sehr inspirierender Content mit dem Ziel, eine Community aufzubauen. Das ist oft geplanter Content mit einem festen Rhythmus und Thema, das die Besucher das Gefühl haben, oh ja, alle 2 Wochen kommt da ein neuer Blog und da freue ich mich drauf und lasse mich davon inspirieren. Und Hero-Content, das sind dann die großen Kampagnen, die Aufmerksamkeit erregen wollen. Die haben dann, sollen dann auch eine große Reichweite erlangen und es geht vor allem darum, die Marke eigentlich bekannt zu machen. Also während ihr bei Hyp und Hygiene eigentlich Menschen anspricht, die euch bereits kennen, sind Hero-Kampagnen eher auf Menschen gerichtet, die euch noch nicht kennen. Es gibt auch dementsprechend einen anderen Rhythmus quasi für jede Content-Art. Also Hygiene-Content solltet ihr das ganze Jahr über eigentlich produzieren. Hyp-Content sind eher so 2 Monats-Blöcke, in denen ihr planen könnt. Und Hero-Kampagnen gehen dann über eine längere Zeit, 3, 4, manchmal auch 6 Monate, manchmal auch ein ganzes Jahr, wenn es eine besonders große Kampagne ist. Habe ich euch auch ein paar Beispiele mitgebracht der verschiedenen Content-Arten und ich habe mich da auch ein bisschen auf euren Webseiten umgeschaut. Wir fangen mal mit dem Hygiene-Content an, da geht es darum zu informieren. Hier gebt ihr vor allem praktische Informationen, also Antworten auf häufig gestellte Fragen. Wenn ihr eine Region seid oder eine Stadt, interessante Orte, Routen, so wie wie das Tecklenburger Land das zum Beispiel gemacht hat. Die haben zum Beispiel alle Wanderhighlights auf einer Seite zusammengefasst. Es können auch, je nachdem, was eure Kunden wissen möchten, können das Preise sein, es können Anreiseinformationen sein. Es ist wichtig, dass das relevanter Content ist. Also natürlich gibt es Evergreen-Content, es gibt Fragen, die die Kunden das ganze Jahr überstellen, aber es gibt auch Sachen, die konkret gefragt werden. Also Weihnachtsmärkte ist zum Beispiel etwas, was natürlich in der Weihnachtszeit relevant ist. Es können auch Veranstaltungen sein, Festivals, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden. Es können auch Wetterinformationen sein und Wettertipps auch. Und das Wichtige ist, dass dieser Content eigentlich immer datenbasiert sein sollte. Also ihr könnt eine Suchwortanalyse machen, ihr könnt gucken, wonach wird in Google eigentlich gesucht, also welche Fragen werden auf Google gestellt und diese Fragen beantworten. Und wenn ihr euch mit euren Gästen unterhaltet, werden eure Gäste ja auch Fragen haben. Und das sind alles Fragen, die ihr mit Hygiene-Content beantworten könnt. Ich habe auch noch ein Beispiel von einer Veranstaltung mitgebracht. Das ist Naturpark Hohe Mark. Das ist ein Instagram-Post und das ist eindeutig Hygiene-Content. Hier wird eine Veranstaltung geteilt und der Zweck ist, zu informieren, dass diese Veranstaltung stattfindet. Dann haben wir Hyp-Content.
Das sind meistens feste Formate, also das können Blogreihen sein zu einem bestimmten Thema, es können Social Media Posts zu einem bestimmten Thema sein, das können Reviews sein, das können Tipps sein, das können auch Blogformate sein, die sich immer wiederholen, also zum Beispiel 10-mal die schönsten Wanderwege im Tecklenburger Land oder 10-mal die schönsten oder die besten Restaurants für Familien mit Kindern zum Beispiel. Das sind feste Formate, die sich während des Jahres immer wieder wiederholen mit anderen Inhalten. Da könnt ihr dann auch Hygiene-Content drin unterbringen. Es sollte auch immer relevant sein, also es orientiert sich an der aktuellen Jahreszeit. Es ist natürlich logisch, dass man im Winter keine Sommertipps teilt, logischerweise. Und wichtig ist, hier legt ihr den Fokus auf die Interessen der Zielgruppe. Ihr könnt die verschiedenen Reisemotive bedienen und vor allem geht es darum, zu informieren und Lust auf mehr machen. Ihr wollt dafür sorgen, dass der Leser, die Leserin sich denkt, boah, da will ich mal hin. Und so habe ich zum Beispiel, habe ich euch auch noch mitgebracht, ach, das war natürlich nicht schlau. Ich erkläre euch erstmal, dass Chaim Obeda-Prenz das natürlich macht. Da habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Wir haben für Chaim Obeda-Prenz eine Seite geschrieben, bei der es konkret darum ging, alle Tipps quasi, die damit zu tun haben, mit dem Draußensein und der Kunst des Draußenseins auf einer Seite zu sammeln. Und den Leser auch wirklich zu inspirieren, rauszugehen in der Euregio, rauszugehen, draußen zu sein und was sie draußen alles erleben können. Ich klicke das mal eben an und ihr solltet jetzt die Seite sehen können. Steffi, kannst du mir mal eben sagen, dass ihr die Seite sehen könnt? Ja, ja. Sehen wir. Danke. Ja. Und zwar ist das eine Seite, die wir gemacht haben und dann seht ihr hier, es ist, hat so eine Einleitung, es gibt so ein paar interessante Facts und dann werden verschiedene interessante, inspirierende Orte in der Region vorgestellt. Also hier geht es zum Beispiel um Nordhorn, die Wasserstadt, dann waren zwei Honeyguide-Blogger unterwegs zusammen mit dem mit der Försterin. Da haben sie einen Blogartikel drüber geschrieben. Der wird dann auch hier wieder verlinkt, um zu inspirieren. Und hier unten werden dann zum Beispiel auch verschiedene Hygiene-Content Items vorgestellt. Also zum Beispiel der Allwetterzoo, der Kettlerhof, unter anderem auch das Nettebad, weil das alles Aktivitäten sind, die halt diesen Bewegungstrieb ansprechen. Dann haben wir hier auch eine, wie ich finde, sehr schöne Timeline mit verschiedenen Tipps, was man alles in der Uhrzeit erleben kann in der Region. Sterne gucken zum Beispiel. Und hier unten sind dann nochmal weitergehende Informationen. Und so habt ihr einen schönen Mix aus inspirierendem Content, aber auch praktischen Hygiene-Content. Jetzt mache ich das mal wieder zu. Und jetzt gehe ich auf den Artikel ein, den ich euch vorstellen wollte. Und zwar habe ich vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben über Münster. Ich war mit meinem Freund einen Tag da und habe speziell nach nachhaltigen Restaurants und Geschäften gesucht und die habe ich in diesem Artikel zusammengefasst, speziell für unsere Plattform Honeyguide. Und hier ist auch wieder ein Mix aus inspirierend. Also ich möchte euch dazu inspirieren, auch mal einen Tag in Münster zu verbringen und dann gebe ich Tipps, wie ihr euren Tag in Münster so nachhaltig wie möglich verbringen könnt. Und dann zuletzt gibt es
den Hero-Content. Das sind die großen Kampagnen. Da geht es darum, dass man euch kennenlernt. Also das richtet sich eher an die Menschen, die euch vielleicht noch nicht kennen. Diese Kampagnen sind oft nicht zu übersehen. Also die werden groß geplant, die werden lang geplant, die haben ein großes Budget. Da werden oft auch verschiedene Kanäle miteinander kombiniert und die haben ein hohes sogenanntes Viral-Potenzial. Also die haben das Potenzial, dass die sich verselbstständigen. Hier liegt der Fokus wirklich auf Storytelling. Also es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Es geht darum, neugierig zu machen und zu begeistern. Also hier ist auch die Inspiration unglaublich wichtig. Es kann einen Anlass haben, muss es aber nicht unbedingt. Aber es macht halt Sinn, wenn man zum Beispiel ein neues Produkt launcht, wenn eine große Veranstaltung ansteht, zum Beispiel ein Jubiläum, ein Stadtjubiläum zum Beispiel, dann sind so große Kampagnen natürlich sinnvoll. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von Münsterland. Die haben nämlich für ihren Slogan, das gute Leben, eine eigene Instagram-Seite angelegt. Und wie ihr seht, ist die auch ziemlich erfolgreich mit über 8000 Followern. Und hier wird halt alles gesammelt, was mit dem guten Leben im Münsterland zu tun hat. Und dadurch, dass es halt auch diese Hashtags gibt, also Hashtag Münsterland, Hashtag das gute Leben, werden auch die Menschen in der Community angeregt, diesen Hashtag zu benutzen und sprechen quasi als Ambassador für das Münsterland. Also sie sprechen als Botschafter für das Münsterland. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn eine Kampagne es schafft, dass andere darüber reden, dass die Gäste darüber reden, dass auch die vielleicht im Münsterland wohnen, darüber reden und ihre Eindrücke auch teilen und sich das quasi so verselbstständigt. Dann sind wir fast am Ende. Ich habe das nochmal, die einzelnen Phasen nochmal für euch zusammen, oder die einzelnen Bausteine nochmal für euch zusammengefasst und auch noch ein paar Tipps und Tricks dazu geschrieben. Also es fängt damit an, dass ihr erstmal eure Zielgruppe definiert. Dafür solltet ihr mit euren Gästen sprechen, lernt sie gut kennen, dann könnt ihr sie einer Lifestyle-Gruppe zuordnen und dann könnt ihr so viel wie möglich über diese Zielgruppe erfahren, unter anderem dann zum Beispiel mit dem Lifestyle-Finder. Dann schaut ihr, okay, was ist die Schnittmenge mit meiner Zielgruppe? Ihr definiert eure Werte und ihr definiert eure USPs, also euer Angebot und was euch besonders macht. Und dann könnt ihr euer Angebot und eure Werte mit den Wünschen und Werten der Zielgruppe matchen und gezielt diese Schnittmenge ansprechen. Das sind die ersten beiden Vorbereitungsphasen quasi, dann gehen wir über in die Content-Phase. Als erstes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, legt euren Tone of Voice fest, also wie soll sich eure Markenstimme anhören. Meine Empfehlung, wenn ihr das Budget und die Möglichkeit habt, bietet den Content auf Niederländisch an, wenn das nicht möglich ist, auf Englisch, wenn das nicht möglich ist, Deutsch. Siezen müsst ihr die niederländische Zielgruppe eigentlich nur, wenn sie älter ist, also so 60 plus, oder wenn sie besonders hohe Ansprüche hat. Also der Stilbewusste möchte auch gerne mal gesiezt werden. Alle anderen könnt ihr eigentlich duzen, wenn ihr damit komfortabel seid. Dann könnt ihr Kanäle festlegen, also wählt gezielt Kanäle aus, auf denen ihr eure Zielgruppe erreicht. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr mehrsprachige Social Media Accounts anlegen. Also zum Beispiel eure Posts immer auf Deutsch und auf Englisch machen. Oder wenn das möglich ist, könntet ihr für die niederländische Zielgruppe sogar einen eigenen Social Media Account machen, der dann die ganzen Informationen nur auf Niederländisch aufbereitet. Im letzten Schritt könnt ihr dann die Kampagnen ausarbeiten.
Ihr analysiert, welche Fragen eure Zielgruppe hat und ihr könnt dann mit dem Hygiene-Content diese Fragen gezielt beantworten und dann könnt ihr Content zusammenstellen, der die Neugier eurer Zielgruppe weckt. Das kann HIP-Content sein, also inspirierende Blogartikel, inspirierender Social-Media-Content oder wenn ein besonderer Anlass ansteht oder ihr halt das Budget dafür habt, könnt ihr auch große Hero-Kampagnen entwickeln, wo es dann darum geht, eine breitere Masse anzusprechen, die euch vielleicht noch nicht kennt. Und damit bin ich durch. Und das ist relativ gut getimt. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir bitte. Ihr könnt sie in den Chat schreiben. Ihr könnt euch auch aber gerne auch unmuten und die Fragen persönlich stellen. Ja, danke, Sophie. Also seid mutig und traut euch jetzt, eure Fragen zu stellen. Sophie als Expertin ist noch ein paar Minuten im Chat. Klingt ja alles total logisch und einfach. Müsste ja also morgen kein Problem sein, mit der Hero-Kampagne zu starten. Ja, in der Praxis stellt sich dann doch oft raus, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, die richtigen Worte zu finden für die passende Zielgruppe. Und das, was jetzt hier Sophie wieder eindrucksvoll gezeigt hat, ist, man muss sich tatsächlich mit sich selber auseinandersetzen, um dann festzustellen, wen spreche ich an und wie spreche ich die Person an. Aber wie heißt es so schön, Learning by Doing? Ich denke, das ist alles auch eine Frage der Praxis und irgendwann ist man drin und hat es auch raus und weiß, wie es funktioniert. Aller Anfang ist schwer, aber ich glaube, du hast einen guten Grundstein hier gelegt und uns gut gezeigt, wie man das Ganze angehen kann. Ja, das will ich hoffen. Ich habe mir natürlich vorher so ein bisschen die Webseiten angeguckt und hatte das Gefühl, okay, da könnte auch sein, dass das Wissen sehr weit auseinander geht. Da sind wahrscheinlich welche dabei, die schon ziemlich marketingaffin sind und da sind vielleicht auch ein paar dabei, die noch nicht so viel Wissen in dem Bereich haben. Ich habe versucht, da einen goldenen Mittelweg zu finden. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Auf jeden Fall, denke ich. Wir von der Euregio können ja auch noch das Angebot machen an alle, die jetzt hier sitzen und sich vielleicht noch ein bisschen schwer tun, dass ihr unsere Hilfe noch für das letzte halbe Projektjahr in Anspruch nehmt. Also wir können ja auch, sage ich mal, 1:1 Hilfen anbieten, wenn jetzt, ich sehe gerade Doris Bühning hier bei mir auf dem Bildschirm, wenn jetzt die Gemeinde Schöpping sagt, wir möchten mal anfangen mit dem Niederlande-Marketing, dann können wir in dem letzten halben Jahr, also bis Dezember, durchaus noch unterstützen. Wir können euch ja zum Beispiel einen niederländischen Teil der Website schaffen. Wir können vielleicht auch mal eine Social-Media-Kampagne für euch durchführen, sodass man den ersten Schritt über uns so ein bisschen angeschoben bekommt und dann irgendwann in die Selbstständigkeit reinrutscht. Also wer da Interesse hat, eine Zusammenarbeit mit uns zu machen und noch von Fördergeldern zu profitieren, die es eben im Rahmen dieses Projektes noch gibt, der darf sich immer gerne an uns wenden. Ich schicke alle Infos dann auch noch mal im Nachgang an alle Teilnehmer per E-Mail raus, auch mit diesem Angebot, dass man sich über die Euregio noch mal so ein bisschen ja was aneignen kann, ne, sodass ihr auch unsere Kontaktdaten alle habt und dann sollten wir das für alle doch irgendwie in Gang bekommen. Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne. Und zwar hast du gerade gesagt, das Projekt geht noch ein halbes Jahr. Was passiert nach diesem halben Jahr, auch insbesondere mit der Marke? Das ist eine gute Frage, die wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig beantworten können. Also unsere Partner sind darum bemüht, vor allen Dingen die Dachmarke Chaim-Rodechens, die wir jetzt über viele, viele Jahre aufgebaut haben und die wirklich ein großes Standing hat, auch weiter zu betreiben. Das wird in irgendeiner Form auch passieren, aber es ist noch unklar, in welcher Form das alles weitergeht. Wir hoffen, dass wir euch dazu im Herbst diesen Jahres mehr sagen können. Wir planen noch eine große grenzüberschreitende Abschlussveranstaltung.
im Rahmen des Projektes Grenzenlose touristische Innovationen. Die wird vielleicht im Oktober, November stattfinden, dass wir euch dann mitteilen können, wie es ab Januar weitergeht. So, ich sehe gerade im Chat, also die Vera aus Vreden hat noch geschrieben, dass Vreden mit der nächsten Hero-Kampagne am Wochenende startet. Landingpage muss noch etwas überarbeitet werden, begleitende Printaktionen sind angestoßen, Social Media geplant, neuer Impuls, Hygienekampagne rutscht in der To-Do-Liste nach oben. Da komme ich auf dich zu, Steffi. Ja, da freue ich mich doch. Sehr schön. Ja, ansonsten sieht der Chat gut aus. Vielen Dank. Wieder ein paar neue Verbesserungsvorschläge bekommen, schreibt Henriette Malgut. Mandy bedankt sich bei Sophie und Steffi. Ich bedanke mich bei Mandy, dass sie bei uns immer den ganzen Content übernimmt. Vielen Dank dafür. Sophie bietet auch nochmal an, wer Fragen hat, kann auch gerne mit Sophie nochmal über LinkedIn in Kontakt treten. Oder wenn ihr Fragen konkret an mich habt, könnt ihr die natürlich auch an Steffi stellen und Steffi leitet die dann an mich weiter. Das geht natürlich auch, aber wenn ihr es auf dem direkten Wege machen wollt, dann geht es auch gerne über LinkedIn. Und ansonsten würde ich sagen. Genau, und Edwin schreibt auch noch, also wer nochmal eine 1:1-Beratung braucht, der kann sich gerne mal mit Edwin unterhalten. Der ist die absolute Zielgruppe von dem Niederländer. Also wer Edwin anspricht, hat die Niederländer auf seiner Seite. Okay, ja, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, Punkt 12 Uhr können wir den Tag hier heute beenden. Und im Nachgang bekommt ihr alle Infos nochmal per E-Mail von mir zugeschickt. Und ihr wisst uns dann zu finden, wenn sich noch Fragen ergeben. Vielen lieben Dank für eure Teilnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schöne Ferien. Die beginnen ja jetzt bald. Der ein oder andere wird vielleicht Urlaub haben. Genießt die Sonne, gönnt euch etwas Ruhe und denkt über den niederländischen Content nach. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.